Wenn also eine, wenn dies hier eine Züchtung ist, dieses Bild, was ich ja also ganz interessant immer wieder finde, dann ist es so, dass hier also diese aufrechte Lebensform dementsprechend auch schon gezüchtet wird. Aber das, meiner Ansicht nach, ist das also ein, das, ich nenne sie ja, Karl, etwas anders. Ich nenne sie ja nicht die UFOs, das Allgemeinbild, sondern ich sage, es sind Wissenschaftler und Forscher aus dem Raum, die ich Begründer nenne. Begründer unserer Menschheit. Deswegen habe ich das so gemacht. Ich schreibe nicht extra UFO. Ich könnte das jetzt, aber meiner Ansicht nach ist das Wort UFO hat einen schlechten Beigeschmack. Das hat immer etwas mit Gewalt irgendwie was zu tun. Dann sehe ich, weißt du, die UFO-Forschung MUFON, die nun überhaupt auf dieser Erde schon ganz schön viel herausgefunden, und die haben ein Archiv erstellt, weltweites Archiv, wo schon überall UFOs aufgetaucht sind. Nun gibt es aber auch dann Hinweise, dass Menschen entführt worden sind. Und dann werden die unter Hypnose gestellt, weil sie sich nicht... Und dann gibt es auch Menschenformen, die also kleine Sensoren schon in der Nase gefunden haben. Heute werden wir gechippt. Wir werden gechippt, so wie im Zoo, Karl. Im Zoo werden die Tiere alle gechippt. Alle Zootiere kriegen Chip unter die Haut. Alle. Und dementsprechend ist es so weit fortgeschritten, dass man also schon diese Chips am Menschen gesehen hat, schon gefunden hat. In einem Zellenbereich, wo man normalerweise nicht unbedingt das nicht erkennen konnte. Und wo sich dann Ärzte dann gewundert haben, dass die Nase geblutet haben. Also ganz viel wird hier also, das weiß ich aus der Forschung heraus, wurden Chips oben in dem Nasenraum schon bei vielen Menschen gefunden. Und dann ist es so, dass diese Nachdenklichkeit in diesem Bereich über, ob sie nun in Belgien waren oder in Europa oder in USA oder in Russland, wo also schon laufend etwas Unerklärliches entstanden ist. Und da habe ich natürlich mittlerweile, abgesehen jetzt davon, habe ich in den Fachliteraturen alles Mögliche rausgefischt und habe jetzt eins und eins zusammengezählt. Es kann dementsprechend gar nicht sein, dass wir nicht gezüchtet sind. Das ist meine Meinung. Das habe ich auch total festgehalten. In diesem Buch, ich gebe dir auch recht, dass ich im Buch hier hinten auf Seite so und so, es ist also mutationsmäßig eine, die Wahrscheinlichkeit des Zufalls. Der Zufall vergrößert die Geschichte. Aber der reine Zufall, nun sind es also meinetwegen 28 Millionen Partikel, schwirren im Weltraum. Diese Partikel sitzen jetzt aber an einem Teil fest, ist ein kleines Kometchen. So, nun kommt aber der Zufall, ein Zufallspartikel geht im Universum auf dieses Paket mit 28 Millionen kleinen Partikelchen, haut mit einmal, der hat aber eine Umkreisung in diesem Rahmen, mit einmal nach 500.000 Jahren schlägt er eine andere Richtung ein, weil ein einziges neues Partikelchen auf das Teil einschlägt und die Landebahn verändert. Das ist der Zufall. Das ist der grundsätzliche Zufall. Und wenn ich jetzt nochmal darüber nachdenke, wenn das Universum dieses Gebilde ist und wenn das ein Gehirn ist, und dementsprechend muss ich feststellen, das ist also die Wahrscheinlichkeit, auch jetzt alle Wissenschaftler sagen, es muss Leben irgendwo geben. Nur wie sieht das Leben aus? Das ist unsere große Frage. Und wir haben im Moment nicht gerade sondern wir haben Science-Fiction-Filme, die uns vielleicht so wie Jules Verne auch erklärt hat, dass es also 20.000 Meilen unter Meer und die Mondreise gegeben hat. Und dieses ist auch wiederum entstanden. Jules Verne, das sind das habe ich festgestellt, dass die ganzen Filme, die es also gibt, der dritten Art,
UFOs der dritten Art, gibt ja noch Darstellungen und so. Das sind interessante, voraussehbare Science-Fiction-Romane und Filme, wo man auch schon was ableiten kann, die ich aber nicht alleine nur darin sehe, dass ich diesen Vortrag halte, sondern ich habe gesucht. Und dementsprechend habe ich hier in diesem ganzen Bereich jetzt mal, nun will ich euch mal nochmal, da habe ich was geschrieben, weltraumtauglich, das ist aber nochmal die Beschreibung. Nun ist es so, dass also hier in der Türkei es Menschen in der Lebensform gibt, die können nicht anders gehen, wie das, was du hier auf diesem Bild siehst. Die laufen auf allen Vieren, die können nicht anders. Die können nicht aufrecht gehen. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Ich gehe jetzt nochmal davon aus, von dieser Sachlage, von diesem Primaten. Das ist. So laufe ich auch, wenn ich aus der Kneipe komme. Ne? Naja, du ja. Kommt mal nach, wie viel Hornhaut hast du denn? Das wollen wir doch mal feststellen. Gar nichts! Du bist doch ein Lügner. So, und das ist das ist jetzt schwarz-weiß, aber ich habe das auch in Farbe. Und die Hände, siehst du auch, dass sie nicht anders laufen können? Die können nicht anders laufen. Sind angezogen, sind Menschen, aber können von der Genetik her nicht anders sich bewegen. Sagenhaft. Und das ist jetzt auch da oben nochmal beschrieben. Und jetzt, es sind alle möglichen Darstellungen, wie ich das also sage. Dies ist zum Beispiel ein Wolfskind, so nennt man das, die über und über behaart sind. Die werden meistens im Zirkus ausgestellt. Die müssen nochmal für Geld herhalten und sind behaart und wenn sie mal rasiert werden oder so. Nun gibt es ganz viele Kinder und Erwachsene, die laufend behaart sind. Auch eine alte Eigenschaft von uns Primaten. Wenn du die Haare von ihm rechnest oder deine Haare oder seine am Bein, dann wirst du feststellen, dass das also etwas mit dem Fell zu tun hat. Das ist so. So, und wenn ich deswegen... Ja, was willst du mit diesen Dingen jetzt eigentlich sagen? Das will ich sagen, dass wir also gezüchtet worden sind von, und die Ureigenschaften von diesen Dingen, ich weiß, dass du sehr kritisch sein musst, das weiß ich auch. Ja, das weiß ich nicht von mir. Ja. Nee, aber das ist ja das, was ich ja also dementsprechend ja sage. Primatenhaftigkeit, ob es nur auf allen Vieren gehen muss. Was sagen denn die türkischen Fachleute zu diesen Erscheinungen? Dass die sagen, dass das aus der Zeit der Primatenzeit entstammt. In der Zeit der? Der Primaten, der Affen. Ja. Der Affen. Die sich nicht weiterentwickelt. Das sind nochmal Ureigenschaften, die sich noch in dem Genom noch festgesetzt haben. Ja, die hat aber niemand aus dem Weltall, der das konserviert. Ja? Nee, das hat jetzt mit der Konservierung nichts zu tun. Ja, das ist ja ein Relikt aus der Genetik, aus der DNA. Aus der DNA. Manche haben es mehr oder weniger, dann weniger. Das ist aber eine... In der steckt in der Genetik noch drin, im tiefsten Innern der Genetik steckt das wirklich noch drin, sodass noch die alten Dinge an dir auftauchen können. Und das ist nicht einmalig, nur das ist ein einmaliges Bild, was ich euch jetzt mal zeige. Die gibt es öfter noch. Das ist nicht das, ne? Und deswegen stelle ich das ja auch für euch in den Raum hinein, um darüber nachzudenken. Es geht mir nicht darum, dass ich euch jetzt absolut überzeugen will, sondern es ist, also für mich ist es so hochinteressant, die ganzen Zusammenhänge zu sehen. Jetzt haben wir, nachdem ich jetzt euch das Bild gezeigt habe von dem Wolfsmensch, dann habe ich hier eine ganze Aufgliederung. Und die gesamten Aufgliederungen habe ich festgehalten und habe sie in diesem Pamphlet zusammengetragen. Es sind 400 Seiten. Und da geht es darum, weißt du, wo kommen die Erze her? Wie konnten wir denn überhaupt Erz finden? Wie konnten wir überhaupt Gold finden? Und dann auch schmelzen, Kupfer schmelzen.
vor 10.000 Jahren in der Bronzezeit, das sind 1.000 Grad. Ich habe ja selber schon mal geschmolzen. Ging gar nicht. Ich habe Kupfer versucht zu schmelzen. Mit dem Brenner, mit dem 3.500 Grad Brenner habe ich da untergehalten, mit dem großen Brenner, Schneidbrenner sogar, ein ganz normaler Brenner, hat gar nichts geklappt, wo ich einen Draht mitschweißen kann oder zusammenschweißen. Ging gar nicht, funktionierte gar nicht. So, und das hat lange gedauert. Da hat der Joe, der hat gesagt, hör mal zu, ich habe hier ein bisschen Kupfer, ich möchte gerne mal diese Brocken geschmolzen haben. Da bin ich mal in Betrieb gegangen, hat mir Spaß gemacht. Ich habe ja auch schon mal meinem Sohn mal Pfeile geschmiedet und Waffen geschmiedet, Dolche geschmiedet, damit er das auch mal kennenlernt, was man machen kann. Aber das ist dann nur Eisen oder Stahl, was ich also formen kann mit dem Brenner, mit dem großen Brenner. Ne? Nun habe ich das nicht in einer Esse gehabt, eine Esse habe ich nicht, aber man kann das mit einem großen Brenner machen. Ne? Aber das Schmelzen hatte ich also unglaublich viel Schwierigkeiten, um es flüssig zu kriegen. Das habe ich noch nicht mal gekriegt, noch nicht mal glutartig habe ich es noch nicht mal gekriegt. Aber es krumpelte und es krumpelte alle. Ja, du bist ja auch, bitte. Kupfer ist ein Edelmetall, das sieht unheimlich Sauerstoff an, das heißt, es oxidiert. Wenn man kein Schutzmittel drauf hat, entweder Schutzgas oder in Form von Borax oder ähnliches, Schmelzpulver, den Sauerstoff fernzuhalten. Mhm. Wenn das oxidiert durch den Sauerstoffzutritt, dann kann das auf der Oberfläche keine glatte Schmelze geben. Mhm. Das wird krümelig und brocken. Das ist das eine. Das andere kommt auf die Menge drauf an, weil Kupfer ist ja neben Silber das Metall, was am besten wärmeleitend ist. Das heißt, das zieht unheimlich die Menge. Ja, also Hitzemenge, nicht die Temperatur ist entscheidend, sondern die Hitzemenge. Also für ein großes Stück brauchst du auch genauso 1000 Grad wie für ein kleines. Aber so ein kleines Teil, das kann ich mit so einer Winzlingsflamme schmelzen oder löten. Aber einen großen Brocken brauche ich eben viel mehr Hitzemenge. Ich glaube, in den Kalorien wird das auch gemessen. Ja. Das ist das Entscheidende, um große Mengen dann eben entsprechend zu Was hat Aluminium bei Schmelzpunkt? Aluminium ist glaube ich um die 380. Und es ist Luft dran, dann entsteht auf der Oberfläche Aluminiumoxid und das hat ein paar tausend Grad Schmelz. Ja. Wenn du diese Buntmetalle, das sind jetzt alle Gattung der Buntmetalle. So, und jetzt ist es so, aber als ich das also selber auch gemacht habe, ich will ja darauf hinaus, dass man es uns ja auch beigebracht hat, und weil wir einfach nicht wussten, wo es Metalle gibt. Wenn ich jetzt sage, die Andamanen und die Aboriginal, die haben also kein Erz und Bergbau gekannt, aber die Völker in Europa und Asien und Amerika haben Bergbau und Bolivien auch irgendwo Bergbau. Aber wie sind die dazu gekommen? Aber die anderen sind da nicht dazu gekommen. Und ich habe jetzt auch das aus Versehen, das ist ein Experiment gewesen mit dem Kupfer. Es war natürlich dann der Sauerstoff. Da oben war das wie eine Kraterlandschaft. Du kriegst das nicht geschmolzen. Ja. Die Menge ist richtig. Dann hätte man das in einen in Schmelzofen machen müssen, wo also auch der Sauerstoff gar nicht daran kommt. Schicht drauf, oder das wird ja dann in den Verhüllungsbetrieb, da wird dann entsprechende Vorkehrung getroffen. Ja, so geht es mit Gold genau das Gleiche. Nee, Gold ist ein Edelmetall. Gold, Silber, Platin, das sind Edelmetalle, die schmelzen, die oxidieren nicht. Die kann man so schmelzen. Ja. Das sind Edelmetalle, daher der Begriff Edelmetall, weil die eben kein unter der Flamme nicht oxidieren. Also. Die oxidieren nicht? Nein, nee. Kupfer nicht. Nein, Kupfer, ja. Silber, Platin und doch. Also Oxid haben wir ja auf dem Kirchendach, das ist ja das grüne Zeug. Ja, ja. Da sieht man ja, dass es oxidiert ist, das ist klar. Ich dann aber Wasser schön ist aber nicht nur Oxid, das ist mit dem Schwerpunkt. Ja, das ist Oxid. Also auf jeden Fall habe ich immer das auch alles mal ausprobiert, weil ich damit auch irgendwo handwerklich mit den Eisen... So, jetzt ist es aber auch noch so, 1225 Grad wird Eisen geschmolzen. Wie ist man dann auf Erze gekommen? Es muss ja erstmal ein erdähnliches Gebilde gefunden werden, wo man weiß, dass also Eisen drin ist. Eisen, Roheisen. Und dann musste dann diese Eigenschaften, ein Roheisen, erstmal das zu finden und dann im Bergbau. Warum konnte denn überhaupt noch Bergbau entstehen? Das gilt für Gold und für Kupfer auch.
Ich bin nicht damit einverstanden, dass der Zufall das war. Also ich bin nicht damit einverstanden. Man vermutet, dass die Erze, Metallerze, auch teilweise in dickeren Schichten in den Gesteinen, die sind ja dann hochgestiegen durch den Erdbau und dann sind sie irgendwann auch zerfallen und dass dann Metallteile den Berg irgendwann runtergekullert sind, sich in der Ebene gelagert haben und da haben die gesucht Steine, wo die kann ich die bearbeiten, Flintsteine natürlich, das ist weich, der platzt nicht, der geht nicht kaputt, was ist das? Und dann, ob da Zufälle oder wer auch immer geholfen hat, das dann ins Feuer zu tun und zu gucken, wie es weitergeht. Es geht ja noch weiter mit der Schmelze. Es geht also, das Eisenzeug, Eisenerze werden geschmolzen und die kriegt man ja glühend. So, jetzt ist es aber nicht so, dass es alleine nur so geht. Meiner Ansicht nach ist es so, dass also Eisenerz dann womöglich noch, man braucht ja auch noch Blasebalg, um die Kohle so heiß zu kriegen, dass man Eisen schmelzen kann, Eisenerz schmelzen kann. Und dann muss sich ja noch die Spreu vom Weizen getrennt werden. Eisen muss zu Eisen und Gestein und Schlacke kommt woanders hin. Das ist dann halt Learning by Doing, die Erfahrung. Man hat gewiss viel Plötzchen gebaut. Das bezweifle ich eben halt. Ich weiß nicht. Ich denke, Mensch ist ja irgendwie auch recht intelligent. Ja, ist neugierig. Und immer schlauer, hat dann Dinge erlebt, gesehen, ausprobiert. Vielleicht haben sie 500 Jahre. Das sagen alle. Das sagen wir. Deswegen, ja, und das ist ja auch das, was ich also sage und entgegenspreche. Denn wenn also Sauerstoff noch zugeführt wird, damit also dann die Holzkohle oder die Kohle so glühend gemacht wird, dass es also schmelzen kann. Ja, heute gibt es natürlich die Hochöfen, die müssen natürlich werden beschickt. Und dann gibt es die Bessemer-Birne und dann gibt es noch die Lenz-Dovers-Birne. Dann gibt es einen Siemens-Martin-Ofen für all diese Dinge. Ist mir auch alles klar, aber das sind jetzt hier also solche riesigen Gebilde, die im Ruhrpott zum Eisen schmelzen, weil wir ja den Eisenturm in Frankreich, in Paris gebaut haben. Das ist also grobes Eisen, das ist nämlich Gusseisen. Und dieser Gusseisen sind diese Eisenteile, die noch zu viel Kohlenstoffanteile haben. Und die Verbesserung ist Stahl. Dann wird das aber noch mal höher geschmolzen, wie nur das Roheisen. Das Roheisen, um es rauszukriegen, ist 1250 Grad. Ich will ja nur, dann muss aber noch ein Sauerstoff dazu geführt werden, damit das überhaupt so viel Hitze bekommt, dass es geschmolzen werden kann, das Erz. So, jetzt ist es aber auch so, dass es also noch weitergeht in dem Bereich für das Roheisen. Ist es möglich, dass man, woher soll denn jetzt wieder der Blasebalg hergekommen sein? Wie kam man denn darauf, dass jetzt Wind ist? War das auf der Eiger Nordwand oben auf der Spitze, dass sie da oben was geschmolzen haben? Natürlich mache ich jetzt einen Scherz damit. Aber wo der Wind so bläst... Es gibt auch uralte Jodelsäcke zum Beispiel, die aus Schweineblasen oder sowas. Die werden auch betätigt so, dass da praktisch Luft und im Mund und so. Also es ist uralte Technik. Und dann saß einer da und hat eben gepumpt. Na gut, das muss ja einer, aber abgesehen jetzt davon, wurde das kleine Feuerchen entfacht, in dem man pustet. Ich puste ja. Wenn ich jetzt im Wald bin... Du weißt doch, dass du pusten musst. Moment, ja. Ja, aber das ist also mit Holz und mit Späne dementsprechend. Aber kriegst du denn, da ist ja eine 1250 Grad Geschichte zu bewerkstelligen. Jetzt ist es aber auch noch weiter, jetzt gehe ich ja noch weiter. Jetzt ist also die Glasschmelze, Glas wird geschmolzen. Glas. Bei 1450 Grad. Glas, nur reines Glas, Fensterglas. Sonst läuft das gar nicht. Die Waldgasthütte, die haben wir geholt. Erst haben die Baumstämme zu Kohle gemacht, die Kohlemeiler, diese Holzkohle, hat dann eben unter Zudrückung mit dem Sauerstoff entsprechend viel Hitze abgegeben, um dann Glas zu schmelzen, um Keramik zu brennen, um auch die Erze, also die Metalle zu lösen. Und die Metalle zu schmelzen. Und ich widerspreche ihm auch. Ja, natürlich. Die meisten haben das, die haben natürlich gelernt mit Holzkohle. Wir wissen ja, dass Holzkohle im Moment
noch immer noch mal eine besondere Größe an Energie abgibt wie das normale Holz. Und dann ist es auch kleinschichtiger, man kann dann mit kleinen Mengen arbeiten, wobei das Holz solche Scheiter haben muss. Und Holzkohle hat das also nur ein Häufchen. Ne? Das, aber dem widerspreche ich auch in meiner These, dass es also so sein kann. Also ich gehe davon aus, dass man es uns beigebracht hat, über diesen Zeitraum der Nebenzüchtung diese Eigenschaften uns. Die Schriften, die vor 7000 Jahren entstanden sind, ist genau das Gleiche. Es gibt also, ich habe festgestellt, es gibt 10 große Schriftarten, die weltweit dann auch noch Unterarten. Jetzt, warte mal, hier hinten, glaube ich, in dem hinteren Teil. Dies ist jetzt also auch die Auflistung, wo ich Ungereimtheiten drin sehe mit diesen Sehweisen, der Inhalt von diesen. Von diesen 15 Seiten, da sah ich, was wir sind, Gesamtablagekommentar, vorher kommt das über, keiner weiß, was Gott ist, aber alle leben da drin. So, wenn ich das hier sehe, dass das also Gott ist und wir leben da drin, dann ist es so. Dann gibt es also Paradiesentwicklung, Schädelfunde. Lebende Mineralien, Manipulation oder Züchtung. Ist gezüchtet oder sind es dementsprechend so hohe Sachen? Das ist der Mensch. Entdecker der Erde. Gab es also eine Entdeckung der Erde? Weil dieses, so wie wir das jetzt also insgesamt auch von der Christenheit so sehen oder von allen Religionen, ist es so, dass diese Geschichte der Entdeckung nun etwas beschrieben wird. Ich weiß also, dass es also die Christenheit sagt, Moses, jetzt bist du dran, Moses hat ja die Tafeln geschrieben, das ist vor 3500 Jahren. Ne? Also ich glaube, so nach dem, was ich weiß. So war aber auch die Christenheit dementsprechend von, das ist die Hälfte der Zeit der Schriften, wo wir, in Mesopotamien hat die Schrift 7000 Jahre gegeben. Die Hälfte der Zeit von unserer Christenheit spricht von Moses, die 10 Gebote von 3500 Jahren. Und vor 100 Jahren waren wir auch immer noch so, dass es nicht älter sein konnte, außer 3500 Jahren, der Entstehung der Erde. Nur mal die Geschichte von allen Glaubensrichtungen. So, das sind also die Sachen, die ich also göttergleich, Lehrer, Planetenvölker, Allianzen, fremde Planeten. Das sind alles Unterteilungen, die ich in diesem Pamphlet zusammengeführt habe. Halbmenschen und eine Seele, Zeichnungen im Allraum, all Universum, Gedanken, Kosmos, Gott, Energie, man kann alles dazu sagen, Raum, Gehirn, Untergang oder Fortschritt. Machen wir uns kaputt oder machen wir uns selber das kaputt? Meiner Ansicht nach machen wir uns nicht kaputt. Die Züchter lassen uns nicht untergehen. Bin ich von überzeugt. Es gibt auch jetzt schon wieder Hinweise, für mich gibt es das im Raum dementsprechend. So, und dann gibt es noch die DNA, unterschiedliche Völker, sesshafte Völker, keine Wanderung. Alte Völker, nicht alt, auch alte Völker gibt es und nicht alttaugliche Völker. Es wird hell, Erkenntnis um uns, das sind auch noch. Dann gibt es einen Erz- und Bergbau. Jetzt sind wir gerade auch bei dem Thema, was Sie, Steinzeit, Feuer, Bronze, Gold, Mineralien, Technik und Erfindungen. Die Erfindungen sind jetzt also überwiegend aus der Technologie. Die Engländer haben uns das also mit der Technologie vor 200 Jahren also schon mal vorgemacht. Alleine schon durch die Dampfmaschine, die waren also hochtechnisiert. Und deswegen gibt es diesen Zeitraum von 200 Jahren, die Technologie vorangetrieben hat, bis dann, weißt du, wieder unter Kanonenbau und ganz besonders auch die Bronzekanonen, dann gab es Stahlkanonen, die hat es ja auch gegeben. So, und jetzt haben die natürlich Experimente gemacht, haben also aus Bronze ganz viel Zeug gebaut und durch diese Technologie der Waffenkunde sind auch Fortschritte gemacht worden. Aber das beinhaltet überwiegend meiner Ansicht nach erst die 200 Jahre, also 250 Jahre. Na, ich bin jetzt nicht so ganz so kleinlich. So, dann ist es noch Glasschmelze, was ich auch hatte. Quarz, Sand, Glasschmelzen. Wie kam man denn da wieder drauf? Meiner Ansicht nach geht das auch wieder nicht. Das führe ich auch wiederum in die Geschichte der Züchtung hinein, dass es uns beigebracht worden ist. Ne? Und
Und das ist jetzt ungefähr, mit der Glasschmelze ist jetzt ungefähr so 2500 Jahre alt. Die Pharaonen haben versucht also schon Glas zu schmelzen. Wenn der Blitzeinschlag in die Wüste reinhaute, dann hat es kleine Glassplitter gegeben. Dann wurde Quarz geschmolzen. Stimmt's? Ja, ich glaub, im Wüstensand, da steckt teilweise ganz lange Teilchen, weil der Blitz sehr tief in den Sand rein ist. Auch interessant, das sind die Mineralien geschmolzen. Ja. Und dann hat man diese Glasdinger aneinandergereiht und dann konnte man da durchgucken und dann haben die Fenster daraus gemacht. So, aber dann war es noch nicht so glatt wie das, sondern das waren immer wellenförmig, und wenn sie diese Sachen gefunden haben. Ne? Auch, aber das ist dann, das sehe ich dann wiederum, dass dieses Glas von dem Einschlag eines Blitzes, diese Stückchen, somit konnte nämlich, weißt du, auch, dass der Raum erhellt werden. Denn das war ja lichtdurchlässig, auch hochinteressant. Aber das sehe ich dann wiederum so, dass wir das selber erfunden haben. Und wenn wir jetzt also die Technologie vom Eisenbahnbau und unsere wurde ja 1835 und wir haben ja die erste Eisenbahn hier gehabt, glaube ich, Kassel bis nach Bebra, Deutschland, glaube ich, oder war es in Nürnberger, weiß ich jetzt auch nicht. Nürnberg, ne? So, aber diese, wir haben auch 1850 die ersten nach Guxhagen, über Guxhagen. Der Tunnel, den es da bei mir gibt, der resultiert auch noch aus dieser Zeit heraus. So, das war natürlich Fortschritt. Da sehe ich natürlich auch wiederum, dass wir die Technologie verfeinert haben und dass wir dann uns selber dementsprechend entwickelt haben. Ne? So, das sind jetzt hier Züchtungen, so Eigenschaft der Zucht. Liebe Güte, so, Vorbinte, Kontinentales, Wissen, Steinsandbrunnen und Quarzsand, Eigenschaft der Zucht, Allianz, Liebe, Güte, Eigenschaft der Zucht, Liebe, Güte, Freunde, Freude, Angst, Neid, Gier, Mord und Wissen. Das ist also auch hier nochmal dementsprechend enthalten. Und so ist diese gesamte Auflistung, ob es nun Körper, Haut und Haare, Vermehrung, was habe ich vorhin gerade versucht, euch zu erklären, wie ich die Sachen sehe mit dieser Haut und mit diesen Menschen, die also auf allen Vieren gehen, wieder gehen, obwohl sie es gar nicht wollen. Die wollen auch nicht die Haare. Das stört natürlich. Das gehört nicht. Ich sehe, dass wir im Moment so weit sind, der jetzige Mensch oder die Frauen rasieren sich ja alles ab. Die machen Klebestoff und dann zack, die wollen gar kein Haar haben. Ne? Die Jugendlichen oder so in deinem Rahmen, also wir lieben noch Haare. Ja, das ist eine Modeerscheinung, aber ich will ja nur damit sagen, dass wir nicht mehr so aussehen wollen wie Primaten. Wir wollen auch kein, also abgesehen jetzt als ein Haarschopf noch, die Weiblichkeit ist der Haarschopf, aber ich sehe es doch, meine Tochter, die rasiert sich radikal ab, ist 45 Jahre alt, ist hinter den Männern her, aber nur noch nackt. Sie ist so, ne? Ich verdamme es ja nicht, aber das ist, gehört wohl auch mit in die Selbstständigkeit der Nichtzüchtung, sondern das wird schon wiederum, die Eigenschaften, die sind schon wiederum so von der Intelligenz bei uns drin, dass wir das verändern wollen. Ne? Und das, aber die Frage ist, verändern wollen, ist ja, ist das aus freien Stücken oder ist das von... Das, was ich jetzt zuletzt gesagt habe, wie du sagst, machen das die Züchter oder macht das Fernsehen oder die Modezeitschrift? Wer legt das fest, ob ich ohne Haare, das Schamhaare ich, oder mit Scham, all diese Fragen, wer sagt das? Das sind die Medien selber und das ist dann wiederum der Mensch. Das ist das Gehirn, so wie Carla vorhin gesagt, wie kommt denn das Gehirn auf diese Dinge? Das ist das Gehirn und dann gibt es wieder, jetzt hat Tilly wieder gesagt, Modeerscheinung. Also es gibt dann auch immer ein Hintergrund für eine Modeerscheinung. Ob es nun, dass du lange Schuhe haben willst oder breite Schuhe haben willst, das entscheidet ja dann irgendwo der Strand. Im Moment ist es so, dass die kleinen Kinder im Moment mit so einem kleinen Drehwurm da durch die Gegend latschen. Und jedes Kind will so etwas haben. Diese kleine, diese Untertasse da. Die, ne? Und wenn, ne?
Und das kostet nur 2,50 Euro und alles dreht sich. Also wenn ich jetzt Lehrer würde sein oder so, dann drehen sich bei mir die Augen, wenn da 30 Kinder das Ding da in der Klasse haben. Ne? Da wird mir ja elend. Ne? Aber das sind, glaube ich, die Eigenschaften, die jetzt also nicht. Nur das sind natürlich die Folgeerscheinungen von einer Art von Züchtung, weil das Gehirn mittlerweile so komplex ist, dass ich auch über diese Dinge nachdenken kann. Du kannst denken, sie können denken, er kann denken, wir können alle denken, Herr Fritz. Sein Name war, warte mal, der, Nils. Nils. Nils kann auch denken. Und Nils Holgersson ist ja noch das niedliche kleine Zwergenkündchen, was im Ohr macht. Und Nils Holgersson mit Acker noch über. Die Gans heißt Acker und da sitzt er hinten drauf, Nils. Ne? Er kann aber, wir können über dieses Märchen nachdenken. Wir sind so komplex mittlerweile. Ich denke, dass wir so furchtbar komplex sind, dass wir auch, dass wenn die Zukunfts Star Trek, Jules Verne, alle, wenn diese Dinge, die ja so komplex ist, oder ob es denn die anderen Filme, die ja auch sehr viel mit Fantasie zu tun haben, auch Potter ist ein Film mit sehr viel Fantasie. Wenn unser Gehirn so groß, und das ist schon gewaltig groß, meiner Ansicht nach, dass wir da auch über etwas nachdenken können, was wir eigentlich gar nicht so ersehen können, aber wiederum die Fantasie bei uns so reichhaltig ist, dass diese Gehirnströme, wenn das ein Gehirn ist, wie viele Verbindungen sind es, dass etwas entsteht, was auf dieser Seite entstanden ist und bis dahin wandert. So, bis das dahin wandert, gibt es mit einmal den Potter, wenn das ein Gehirn ist. Verstehst du? Und dein Gehirn hat das mit den Synapsen. Und dementsprechend ist es nicht mehr weit, so wie ich das also sehe, dass wir zur Weltraumtauglichkeit geführt werden müssen. Jetzt ist es nur noch so, was ich also festgestellt habe, ist es so, dass viele Planeten nicht den Sauerstoffanteil haben. Wir können nicht überall leben. Allerdings versucht die Weltraumforschung das schon zu suchen und versuchen, diese kleinen schwarzen Punkte an einer Sonne vorbeihuschen zu sehen und können messen, die Verdunklung, ein nadelkopfgrößtes Objekt, saust an einer Sonne vorbei, weil die ja, wir sausen ja auch als Erde um die Sonne, dann können die schon auf einigen, ich glaube 600 haben sie schon gefunden. Also, ne? Um Sonnen herum Planeten, die da rumkreisen. Und an der Verdunklung dieses kleinen Pünktchens kann ich sehen, dass da ein Trabant drumherum guckt oder dergleichen. Das ist Wahnsinn.